So, da sind wir wieder bei Minecraft. Jo. Hallo. Der ist doch wieder dabei. Auch wie angekündigt. Der hat das Dorf noch nicht gesehen, was ich da jetzt rausgebaut habe. Nee. Ja. Soll ich dir wieder eine Grundführung geben von was jetzt neu ist? Kannst du machen. Und okay, danach werde ich wohl wieder Eisen farmen. Okay. Wo bist du? Ich baue gerade mein Feld ab. Okay. Kannst mir aber schon mal sagen, was neu ist? Nee, ich zeig's dir. Ich zeig's dir jetzt. Hast du im Storytelling nicht aufgepasst? Tell, don't show. Ja. Klar. Das war kein voll aufgeladener Pfeil. Das war die schwächste Aufladung. Ich Gut. Hab mich selbst getroffen, das war irgendwie nicht ganz der Plan. Follow me. Follow Freeman. If you want to live. Nur aus Interesse, hast du gerade irgendwas dabei, was verloren geht, wenn ich dich abschieße? Nee. Okay. Gut, dass du mich dann nicht abschießt. Naja, ich habe gedacht, jetzt hast du sowieso die Chance, dass ich nicht mehr töten würde. Ganz ehrlich, mit meiner Rüstung würdest du mich sowieso nicht töten. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich war noch nicht fertig, mein Feld abzubauen. Ach so. Ich finde schön, wie so ziemlich jedes Haus einfach nur ein Betthaus ist. Daher kommt das in Jojo. Bad Town. Was? Ja, kennst du das nicht? Ja. Shiny. Lukas? Justice. Bad Town. Bad Town, genau. Sagen die nicht Breakdown? Nein, die sagen Bedtown. Okay. An der einen Stelle. Irgendwie ist eine Katze von dir im Amboss gelandet. Ja. Das Übliche. Tut die da drin denn was? Sie ladet. Hatte ich da noch was tun? Das nicht alle. Gute Frage. Sehe ich so aus, als könnte ich dagegen jetzt etwas tun. Wir brauchen übrigens noch eine Brücke. Hier ja. Rüber. Lass, willst du dich an der Brücke versuchen? Später vielleicht. Das hat er auch gesagt. Also kommt auf erst. Wo braucht ihr denn die Brücke? Da hinten direkt. Quasi hier, okay, von hier ins Eisgebiet, hier rüber. Ja. Kann ich machen. Was wollt ihr für eine Brücke? Erstmal zeige ich dir den Rest. Komm mit. Habe ich gerade. Moment. Bleib kurz stehen. Haben wir denn jetzt mittlerweile einen Fischer? Muss ich kurz. Da, dein Gefährt fürs Erst. Hatten die Boote schon immer Ruder hier im Spiel? Ja. Ich hatte 1.9. Und ich liebe diesen Glitch auf Eisfahren. Ich meine, man kann auch von vorne rennen, aber pff, ist doch langweilig, wenn man da nicht rumfahren kann und glitschen. Warum sollte ich für einen normalen Ziegel Smaragde ausgeben? Ja. Ja. Okay, damit nehme ich, ihr habt bereits mehr Villager. Ja, die finden hier wie sonst nichts.
Und ihr springt ja auch so rum. Hat er den Eisenkohlen gebaut oder ist er wegen dem Gletscher gespannt? Deswegen den Gletscher. Und der hat anscheinend Probleme. Okay, jetzt nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Kind, das ich hier einmal. Ja, das ist das Kind aus dem einen Ding. What a deal. Ja, hast du Kohle verkauft oder die Hose gekauft? Ich habe Kohle verkauft. Hab ich bei dem auch gemacht. Okay. Es sind nur Bettenhäuser hier. Dänisches Bettenlager. Die sollen einfach nur viele Kinder kriegen. Und das ist halt, wenn du da Betten reinbaust. Und eine andere größere Änderung. Also groß ist gut gesagt. Schlecht gesagt. Was auch immer. Ist, dass ich ein bisschen angefangen habe, ein Schnellreisesystem mehr oder weniger zu machen. Wollen wir denn das? Deine 100. Gut. Wollte eigentlich auf dich ein Ei werfen. Wollen wir das denn heute machen? Du weißt schon was. Was wollen wir heute machen? Nicht du. Was? Bezüglich deines Schnellreisesystems. Achso, stimmt. Musst du Lassi fragen. Das soll der erstmal sehen. Ja. Also wie du jetzt siehst, habe ich hier ein bisschen was gemacht. Mhm. Ich arbeite gerade dran, in diese Richtung auch noch was zu machen. Zu einem anderen Punkt. Okay. Dass ich das einfach nur in den Scriptman-Tunnel von mir für das so. Und ja. Bei mir liegt's gerade rum wie sonst nichts. In der Zwischenzeit habe ich irgendwie 5 Neverbuggen überall entdeckt. Da hinten geht's wie immer noch zu den Lohn. Übrigens, da bin ich jetzt. Du hast eine Rüstung an, glaube ich, oder? Nee. Oder ist das gar nicht mehr eine Rüstung? Das ist keine Rüstung. Der Weißhaarige aus Hunter x Hunter? Ja. Der Weißhaarige. Lukas wusste sogar den Namen. Ich meine, da gibt's ein paar Weißhaarige. So einen alten Mann. Ein paar, ja. Es gibt kein Anime mit ohne alte Männer. Die müssen einfach drin sein. Doch, No Country for Old Men. Ich überlege gerade. Ist wieder in die Dings. Neverbrook. Okay. Bis gut. Weißt du was? Hä? Gut, dass du jetzt den Drifters Potion trinkst. Ja. Also ich kann gerade irgendwie wenig für die Katze tun, die da im Amboss ist. Die kommt da nämlich auch nicht raus. Sag mal, ist es gewollt, dass hier keine Wand ist? Was? Nee, da ist eine Wand. Okay, bei mir ist es nichts. Ah, jetzt ist auch eine Wand bei mir. Ach, du hast einen Lichtbug gehabt. Ja, hier ist das End. Ah, nice. Oder genau gesagt, komm mit. Übrigens, immer hoch. Der End war schwer zu finden. Ich glaube, der Server stürzt gerade bei mir ab. Nee, jetzt ist er wieder da. Ja, wenn du hoch siehst, der End war schwer zu finden. Einfach direkt in der Schlucht. Warum ist hier Gerüst im Steintor drin? Er farmt sich hier jetzt die Materialien. Ja. Oder kann man mittlerweile zerbrochene Steinziegel herstellen? Kann man. Glaube ich. Ja, kann man. Ich habe ein Loch gefunden. Du kannst ja auch mal ein paar Bücherregale damit holen. Ja, wir haben hier die Bibliotheken ausgenommen, mehr oder weniger. Mache ich dann auch gleich. Also ich will dir nur kurz zeigen, wo das Endpunkt ist. Ja, Moment.
Dann was ist das hier überhaupt für ein Raum, dass hier einer Block und der Dungeon ist? Also, du hast ja schon gesehen, dass der Dungeon sehr komisch gelagert ist. Ja, das stimmt. Also, wir können entweder langweilig sein und hier reingehen oder hier rein. Also, wenn ihr jetzt ins End geht, da könnt ihr auch eben kurz auf mich warten, dass ich mitkomme. Nee, ich meine den Eingang zum Richtung Endportal, entweder durch die Lava oder. Ja. Vor allem, wenn ihr jetzt gerade geht, ihr habt, glaube ich. Soll ich den Kolben dann mitnehmen? Was für ein Ding? Wir gehen doch nicht in den End. Warum nicht? Lasi, fühlst du dich bereit, in den End zu gehen? Lange nicht. Ich habe keinerlei Diamantrüstung. Brauchst du auch nicht. Ich bin es halt noch gewöhnt, dass der Ender Dragon das schwerste im gesamten Spiel ist. Ja, wo wohnst du? Ruhrgebiet. Siehst du mal. Und das habe ich jetzt nicht ihm geklaut von seinen konstanten siehst du mal und so ein Scheiß. Lassi? Ja? Der nächste ist aufgeladen. Du bist derjenige, der gemeint hat, komm mal kurz mit und mir all mein Eisen geklaut hat. Deswegen ich jetzt mal wieder keinen Zack und gleich wieder Eisenfarm gehen muss. Die Karte hier ist übrigens nicht getreu dem, was hier zu sehen ist. Man sieht nämlich auf der Karte weder das. Ja, die muss halt mal wieder. Ja, man sieht weder die Kirche noch unten das Dorf. Nicht die Portale abbauen. Kann man die abbauen? Nee. Also man kann sie abbauen, aber die droppen nicht. Und wenn du die versuchst, wieder dorthin zu tun, falls du die denn jemals kriegen solltest, das wird nicht klappen. Also wenn das Portal kaputt ist, wir können nie wieder da rein. Ich weiß nicht, ob ich dich hier jetzt allein lassen kann, Lasi. Ist in Ordnung. Ich sammle gerade noch kurz so ungefähr ein Stack Mossy Stones, ein Stack Cracked Stone und dann bin ich hier auch fertig. Cracked Stone. Dann habe ich alles, der was ich hier aus der Festung haben möchte. Ja, genau, das ist meine Sorge. Das konnte ja ich auch noch nicht mal vernünftig. Ich meine, selbst wenn du mich jetzt hier zurücklässt. Obwohl, wir haben ja extra das Dingens da gebaut. Der sollte zurückfinden, dieses Okay-Zeichen da. Oh scheiße, das ist Lava. Ich bringe jetzt mal Schafe ins Dorf, dann muss ich nicht immer so weit laufen für die Betten. Wobei, ihr meintet ja Bücher. Was? Ihr meint ja, es gibt hier Bücher. Sind hier noch welche übrig oder habt ihr schon alle geklaut? Es sind noch viele übrig. Weil dann hole ich mir auch noch welche. Komm mit. Bücher sind immer eine schöne Deko. Wie kommst du auch durch, du blöde Schaf? Ach, hier doch. Dann hier und da drin. Ah. Moment. Oben sind noch weitere Bücher. Kann ich dich hier jetzt ausziehen? Du kannst mich ja. Ich markiere noch den Ausgang mit so 15 Fackeln. Alter, wer hat da 8 Creeper auf einen Punkt gespawnt? Das RNG. Gut. Christoph war das. Columbus?
Was? Columbus. Morgan Plumbus. Maria Herbst. We're gonna punch you right in the ball. Fuck you, gang. Fuck you all. Das ist auch eine nette Interpretation. Fick mich. Was? Panzer. Wunderbar. Die haben schon wieder ein neues Kind. Kinky. Kindy. Kindy. Amazon Kindy Fire. No matter how kind you are. No matter how kind you are. Challenge and run will always be kinder. Lasse, bist du übrigens immer noch gemutet, falls du es nicht bemerkt hast? Doch, hatte ich bemerkt. Okay. Amazon Kindy. Ja, Lasse ist unser Kindy. Oder ist das Valnedo? Er ist der 12. Wo seid ihr gerade? Ich bin im Never und er ist wahrscheinlich noch im Enddungeon. Wenn ihr beide im Never wärt, dann könnte ich jetzt pennen gehen. Ich kann schnell ins Nether gehen. Bin jetzt hier soweit fertig. Hab alle Spinnen, die mir einfach. Fuck you. You're a fucking wanker. Oh, hier ist noch eine Bibliothek. Meine größte Leidenschaft. Die da wieder. Das ist sein Achievement. Wurde gerade. Habe ich das richtig gehört? Was? Der Dingens kämpft gerade gegen das Phantom. Der Eisengolem. Gut. Also heute leckt der Server ja aber extrem. Mhm. Ja. Na gut, es ging noch extrem. Wir hatten das schon. Wisst ihr was? Nein. I won't stand for this. Okay. Ich finde das Netherportal nicht mehr. Da steht ein riesiges OK an der Schluchtmauer. Lasi, ich hab dir den Weg mit Fackeln markiert. Mit 1000 Fackeln. Da steht, ach, das waren die ganzen Fackeln. Ich hab mich gefragt, wer hat so viele Fackeln hier aufgestellt und sie abgebaut. Ich glaube, ich hab's aber jetzt gefunden. Da steht ein OK an der Wand. Ich komme ja von der anderen Seite. Ich male dir da wortwörtlich eine Linie aus Fackeln. Und du denkst dir nur, ja, das sind für Fackeln aufgeregt. Du bist gerade in den Nether reingegangen, ne? Was bist du? Machst du denn? Ja. Ich bin nämlich direkt dann zum Schlafen gekommen. Daneben. Ich habe auch über dich gezielt. Lassi, darf ich dir übrigens was zeigen, was sehr, sehr satisfying ist? Das darfst du. Bau mal die zwei Blöcke hier weg. Da. Nice. Du bist fast rausgerannt. Ich hätte mich so schlapp gelacht, wenn du jetzt irgendwie dich in Lava gräbst. Sehr satisfying. Sollten mal wieder neu. Ich meine, hinspawnen. An so viel kann ich mich noch erinnern, dass wenn man sich im Nether durch die Gegend gräbt, man in sehr schnell irgendwo reinfällt. In den Niederlanden. Babys darf man nicht scheren, oder was? Nee. Um die schert sich ja niemand.
Okay, viel Spaß. Bis. Ich sag nur ich und okay, viel Spaß. Er ist kurz weg, hat er. Ich baue hier noch weitere Häuser für die Dorfbewohner hin. Ich muss noch schauen, was ich jetzt heute mache. Ich glaube, ich schaue, dass ich mal mein Hexentürmchen baue. Dann habe ich auch wieder was zu tun. Wolltest du es nicht in die Burg von dem bauen? Ich wollte es irgendwie da in die Nähe der Burg bauen. Aber das passt schon. Wir brauchen hier übrigens immer noch eine Dingens drüber. Ich werde die ganze Zeit wieder zurückgesetzt, schon wieder. Ja. Ich meine, gestern war es noch schlimmer. Da wurde ich halt wirklich nur noch zurückgesetzt. Ach, jetzt habe ich es aber auch gerade wieder. Dass ich einen Block abbaue, dann zum nächsten hingucke, aber dann schon wieder zurück zum letzten hingedrückt werde. Sollten jetzt hier aber auch vernünftig immer weiter Kinder zeugen. Jetzt dürfen wir keine Pillager mehr hier überhaupt in die Nähe bringen, ne? Was machen Pillager denn? Ja, wenn du einen mit einer mit einem Schild hinten auf dem Rücken killst, dann wird hier der Raid gestartet. Okay, wie funktioniert ein Raid? Du musst jeden einzelnen. Muss ich dann aufpassen, dass ich irgendwie nicht von Bahamut getötet werde? Hier werden mich bereit machen, um Trentania zu pullen. Hier werden ganz viele Pillager gespawnt um das Dorf rum. Und die müssen alle Dorfbewohner umbringen. Und da hast du dann irgendwie mehrere Wellen. Und wenn die halt alle killen, dann haben wir verloren. Aber wenn wir gegen die gewinnen, dann kriegen wir von den Dorfbewohnern tolle Sachen. Und Schlussverkauf. Was mit Wir kriegen Schlussverkauf, wenn wir gegen die Pillager gewinnen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich erst mein Hexentürmchen anfange oder jetzt eure komische Brücke baue. Was für eine Brücke würdet ihr denn haben? Eine, die funktioniert. Lass ich, das ist dir überlassen. Brücke. Brücke. Generell die Sachen, die wir bauen, sind uns überlassen. Wir brauchen ja unseren persönlichen Flair da drin, oder nicht? Ja. Wir haben jetzt zwei Eisengolems hier. Gut.
Lass ihn, wie du die Baus überlassen. Wie du siehst, die Bau überlassen. Das Einzige, was... Was? Wie du siehst, die Bau überlassen. Hier, mach mal mit deinem Vater oder deiner Mutter Liebe. Er will die Basis komplett dir überlassen, solange du halt mit dir bist. Halt Basis. Mit das ist halt. Ich habe jetzt keinen Bock. Vielleicht später. Alles keiner. Mal gleich, wenn das so weitergeht, ob ich das Internet ändere. Hä? Wird's euch scheinen, wenn ich hier was hinbaue? Ist das dir dann schon zu nah an der Burg hinter deinem Haus gegenüber auf der anderen Seite vom Fluss? Moment. Ich wollte sowieso, dass komm. Irgendwas auf der anderen Seite vom Fluss gebaut wird, endlich mal. Ja, da kannst du eine hinbauen. Du kannst das hinbauen. Ich will es ja auf dem Berg, nicht neben dem Berg. Was für ein Berg? Das ist ein Hügel. Ja. Ich gehe etwas Oblivion, genau. Obsidian holen. Für schnellgeistes System. Okay. Wohin führt das Schnellreisesystem alles? Also das eine führt da zum End, das andere führt in den Dings Tripman Tunnel. Bisher. Ich glaube, ich. Also jetzt mache ich es halt anders. Was vor dem Portal im Nerve selbst und. Ja. Ich glaube, ich mache. In jedes Haus hier nochmal ein Crafting Table rein. Ah, das ist so satisfying, wenn. Dings. Ob es hier denn einfach nur 4 Sekunden zum Abbauen braucht. Das ist halt die Geschwindigkeit, der man mit einer Holzspitzhacke Stein abbaut. Guck mal, ob das klappt oder nicht. Nö. Ja, lass ich. Du meinst doch, es gibt hier dieses komische Scaffolding-Ding, oder? Ja. Nö, das ist ein Urban Legend. Mach mal. Darf man was geben? Unten und so weiter. Wenn wir noch was haben, dann ist das im Wood. In Stein liegt dort auch. In und so weiter oder Wood? In Stein. Ja, das du hast es. Such einfach in den Kisten danach. Du hast es in Stein reingetan. Ich hab's in Stein gemeißelt. Und jetzt sag nicht, du hättest das nicht getan. Du musst es gewesen sein, weil nur du da mit dir rumträgst. Und auch nur du das baust. Hab ich schon drin. Eine begrenzte Anzahl, wie viele Eisengolems hier gespawnt werden können. Keine Ahnung. Weil wenn nicht, dann wäre das schon ziemlich cool, weil es die ganze Zeit immer weitergeht hier. Lars, ich habe übrigens den Sorge Magdagos gemacht. Okay. Der war wirklich sehr ähnlich wie der erste Kampf. Ja. Und hab den ersten Herring-Fragezeichen der Pukki-Pukki besiegt. Ja, das müsste dann der Herring-Pukki-Pukki gewesen sein. Ich meine, aber zumindest auch vom Spiel gemeint, dass der mehr aushält als sonst. Dann bist du jetzt mit mir auf einem Stand.
Was für ein Hassgegner noch mal meintest du? Nee, Kirin. Kenn ich nicht. Du das denn? Hallo? Ich habe die gerade beide mit Weizen gefüttert, aber die wollen nicht. Hä? Die stehen direkt nebeneinander. Leise, kennst du es, wenn dich jemand mit Weizen füttert und du dann nicht vögeln willst? Noch nicht. Heißt du, du willst immer vögeln, wenn dich jemand mit Weizen füttert? Ja. Gut. Geht das dir anders, oder was? Die Nase, Leute, ja. Ich kann die gar nicht füttern. Doch, jetzt plötzlich. Hä? Ich hab das plötzlich verloren. Die wollen trotzdem nicht. Ja, das ist ja aber. In der Rachen. Da wird das ja viel zu laggy. Ja, ich kann dir nichts zu essen geben. Jetzt hat einer ein Herz bekommen. Weil die anderen bekommen keine. No. Autsch. Die essen das einfach nur, das war's. Ich finde schön, wie dieses eine Kind, das irgendwann mal weggegangen ist. Ey, du. Ich wollte gerade was Nettes über dieses scheiß Kind sagen, aber jetzt wurde es mir ein bisschen asozial. Gut. Ich finde schön, wie der halt einfach zu so einem Eremiten geworden ist und komplett entfernt von allen anderen wohnt. Aber scheinbar ist der auch ein Arschloch deswegen geworden. Wieso? Der hat mich gerade. Elaborate. Der hat die ganze Zeit, als ich da versucht habe, in so ein Haus reinzukommen, hat er die Tür einfach zugemacht vor meiner Nase. So von draußen. Der stand neben mir. Der war nicht im Haus drin. Der ist einfach nur so. Ich sehe, du willst da rein. Ja, nicht mit mir. Das ist die neue Taktik der Zeugen. Sie lassen sich einfach nicht rein, bis du mit denen geredet. Ja, merkt ihr das? Das ist der mit diesem komischen Hut da. Warte, wie kann man den am besten beschreiben? Mit dem Gesicht oben drauf, der Hut. Mit dieser Kippe. Ja. Das ist das Arschloch. Geben wir dem einen Namen oder ändert der vielleicht seinen Beruf? Jochen. JochenSchweizer.at. Jochen Schweizer. Lassi, wie ist denn deine Meinung zur HC Strache? Das war dieser Politiker? Mhm.
Ja, war, ja. Also von dem, was ich mitbekommen habe, nicht sehr gut. Aber ich bin jetzt auch kein Experte, was österreichische Politik angeht. Aber der ist stärker als Ronald McDonald, da musst du schon zustimmen, oder? Wenn ich sie so nebeneinander sehen würde, vermutlich ja. Ja, der hat gegen Ronald McDonald auch gewonnen. Ich muss jetzt gleich mal für eine halbe Stunde weg. Passt das? Ich hab's mitbekommen! Okay. Ja? ja. Ich hab's auch mitbekommen. Ja! Ich hab's auch mitbekommen. Gut. Ja, ich bin dann jetzt erstmal kurz weg. Bis gleich. Okay. Bei mir liegt es noch mehr rum. Also bist du schon weg? Nein. Gut. Ich bin gerade noch vorsichtig mein Eisen ins Inventar, dass ich gleich nicht wieder auf den Server komme und alles weg. Bis nachher. Adios. Hat sich ja gelohnt. Ich hätte gehofft, dass er online AFK geht und ich dann einfach hin. Es hat sich auch so angehört, als wolltest du irgendwas gerade tun mit dem. Ja. Your own personal Jesus. Die haben wieder eine Katze gespawnt. Okay. Eine Katze. Wo ist die Katze? Rita Touch Faith. Ich glaube, ich baue hier einfach viel zu viele Häuser schon viel zu früh. Weil hier ist auch nicht alles voll mit Leuten drin. Sehr viele Häuser einfach leer. John. Personal Jesus. Personal Trainer. Hättest du Lust, hier auch noch eine Hidden Story einzubauen? Keine Ahnung. Zwischen den Dorfbewohnern hier? Nee. Die Dorfbewohner sind deine Sache. Doch, die Katze geht auf die Betten. Okay. Ja, die tanzt ja auf dem Bett rum. Ja, aber gezähmte Katzen sitzen sich drauf. Plazenta. Wenn der auf dem Bett rumtanzt, dann ist die verpackt. Warum Plazenta? Weiß ich das sagen. Wegen Dings. Hier sind zwei Katzen in dem Haus. Bing Bong Fear Ram, oder was? Bestimmt. Bing Bong. Na, 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 na. Ich meine hier eine Hidden Story, dass da irgendwie so Rassisten hier drin sind. Rassentrennung. Hä? So ein Scheiß. Und das wird alles anhand der Betten entschieden. Weißt du, wir entschieden, wer Rasse ist, oder wie? Ja, und weißt du, wer hinter all dem steckt? Der Führer. Nein. Wie hast du ihn genannt? Der Führer. Nein, den. Wie hast du? Jochen Schweizer. JochenSchweizer.at steckt dahinter. Warum.at?
Weil das in der Werbung immer so gesagt wird. Wer ist das überhaupt? Ich weiß nicht, wer Jochen Schweizer ist, aber ich glaube, er kommt aus Österreich. Ich meine, ich bin gerade nicht in der Position im Spiel, wo ich das googeln könnte. So mal eben. Ich auch nicht. Das ist ein gefährliches Dorf. Muss man aufpassen, da könnte Jochen Schweizer sein. Jochenschweizer.adolf Adolf. Hallo. Hallo. Auch so ein Klingelturm hat der Jochenschweizer, weil er nervig sein will. Kennst du den Jojo-Klingelton? Du. Nein. Guck mal im Internet nach Doppio Ringing. Gerade nicht. Weißt du, was das Telefon von dem ist? Ein Handy. Alles, was gerade griffbereit liegt. Zum Beispiel ein Eis. Oder eine Krabbe. Gut. Und er macht die Geräusche selber. Gut. Hallo Lava. Die sind überhaupt nicht nervig, die Geräusche. Einfach Half-Life 1 Soundeffekte und Wurzelands. Warum muss es jetzt gerade schneien? Weil es regnet. Aber schneit's gerade in so ein offenes Haus rein. Gut. Da könntest du jetzt ja den die Chicken Nugger Story machen. Falls du die kennst. Wie kann man die nicht kennen? Wie sollte man die kennen? Weil das ein Meme ist. Hey. Chicken Nugger. Sag mir nix. The sun is hungry. There you see it. On the card. Chicken Nugger. But you just can't. Kenn ich nicht. Get the Chicken Nugger. Da stehen halt rassistische Sachen einfach so auf so einer Speisekarte und du kannst nicht einfach nach dem Chicken Nugger fragen, weil du weißt wieso. Ja. Afrika. Petoto. Ja. Ich verstehe Leute nicht, die trockenes Fleisch. Die trockenes Fleisch? Mögen. Beefy? Was? Beefy? Was? Beefy? Ja, Beefy. Wo willst du sagen, Beefy ist kein trockenes Fleisch? Was ist Beefy? Du kennst Beefy nicht. Wie sollte ich das kennen? Weil jeder Beefy kennt? Würstchen zum Mitnehmen? Ich nicht. Nee. In so einer orangen Verpackung?
Als wenn, nee. Wenn du Beefy nicht kennst, wo wohnst du bitte? Österreich. Ja, am Arsch der Welt, ich weiß. Zivilisierten Land. Zivilisiert, ja klar. Da kommen auch nur zivilisierte Leute. Wir haben nicht Hitler zum Führer gemacht. Wir haben den nicht geboren. Der Mozart? Ja, aber ich hab Mozart, den sowas gemacht. Zivilisiert. Ich erinnere dich da an ein gewisses Stück. Ja, leck mich im Arsch. Ich meine, ja, wir haben Hitler gemacht, aber ihr habt den zu was gemacht. Bei euch ist erst was geworden. Also ich glaube, das hat er sich selbst zuzuschreiben, was der gemacht hat. Und das deutsche Volk. Ich sag nur, dass er gemacht wurde. Und das deutsche Volk. Er ist ein gemachter Mann. Der ist nicht von Pappe. Nicht von... Gut, schon von schlechten Eltern. Muss er ja. Muss das immer passieren? Wie? Loading Terrain. Oh nein. Also bei mir passiert gerade nichts mehr. Ja, das liegt daran, dass ich gerade wahrscheinlich sehr viel generiere, weil ich gerade 1000 Blöcke weg irgendwie ein Portal gebaut habe und da jetzt reingehe. Ich habe gerade unter mir einen Block weggemacht. Der ist mit einem Ding ins Weggegangen. Habe ich den neu hinplatziert. Und dann ist die Fackel, die da vorher stand, in der Luft geschwebt. Ich bin jetzt in der Savanne. Bringst du da neues Holz? Und zwar, ich bin 4500 Blöcke weg und ja, tue ich. Welche Art von Distrikt warst du denn, Savanne? Zombie-Stadt. Und ist das... Das ist direkt... Und es stürmt. Ja, habe ich hier auch. Und da ist direkt eine Wüste. Da ist direkt eine Wüste daneben. In die Wüste können wir dann Jojo machen. Jojo-District. Ich frag mich gerade, wie das jetzt gerade passieren konnte. Ich hab da gerade Schnee weggeschlagen. Unter dem Schnee war nichts. Ja. Ja, baby, running in the 90s. Your son is hungry. He I'm needs this, the chicken nugget. In the 90s. Schön, dass sie so viele Häuser haben und trotzdem alle in die zusammengefärchten Häuser reingehen, wo so richtig wenig Platz ist, nur weil da viele Betten drin sind. Ja. Entrindeter Eichenstamm. Warum habe ich entrindeten Eichenstamm? Ja. Und was ist das? Hast du vielleicht... das ist ein Eichenstamm ohne Rinde. Ja, aber warum hat der keine Rinde? Das macht man, wenn man, glaube ich, Rechtsklick mit einer Axt auf einen Baum macht. Was bringt das? Und ich habe gerade eine Sand. Du hast gerade Sand? Eine Sandpuste gefunden. Willst du da reingehen, wenn es so rumliegt? Ja. Okay. Das sehe ich als Herausforderung. Herausforderung. Oh, da ist ein Fett. Da ist ein Fetter. Fett Phantom drin. Ein Fett Phantom.
Nimm mal alle Phantom da drin. Warum? Weil es Nacht ist. Und Dings, Wüstendorf habe ich gefunden. Ja, Dörfer interessieren mich jetzt irgendwie nicht mehr. Komischerweise. Mich schon best. Ich hab mein eigenes Dorf. Ich hab meinen eigenen Staat. Nicht nur mein eigenes Dorf. Ich bin auch schön hier in dem ganz letzten Haus, hier ganz an der Ecke vom Dorf. Hier überall schneit es und dieses eine Haus, da regnet es drauf. Gut. Wenn du halt wirklich der Emo von der Stadt bist, dann wohnst du dort. Hier war Terracotta. Ich hab grad gedacht, du hättest jetzt gesagt: Telltale! Was? So ohne Grund. Warum Tintin? Telltale. Warum Telltale? Werbung. Schnell. Die Dorfbewohner interessiert es nicht, dass es hier gerade ein Gewitter gibt. Ich habe auch einen schönen Villager gefunden, der einfach eine Tür zumacht und meldet. Schöner Glitch, der die Türen zumacht und mehr nicht. Ein schöner Villager, der die Türen zumacht und mehr nicht. Der geht da immer rein und dann wieder raus, dann wieder rein. Nee, der bleibt da. Ein schöner Villager vor allem. Ja. Der hat keine Nase. Sun is hungry. Needs chicken nugget. Ich hasse dieses Meme. Ich weiß auch nicht, was daran witzig sein soll. Nee. Aber da lachen bestimmt Meme-Kiddies drüber. Weil die keinen Sinn für Humor haben. Pentecost of Fire Service. Then pay with your blood. Da ist gerade ein Blitz direkt hier neben einem Holzhaus eingeschlagen. Okay. Hab ich schnell ausgemacht, bevor hier gleich alles abbrennt. Weil da könnte ich halt wirklich nichts gegen tun, hier würde alles abbrennen. Wieso muss ich gerade an Gargamel denken? Also an den Seed, nicht den Charakter. Gargamel. Das war doch so richtig bekannt, das Seed.
Ist ein gutes Mehl, habe ich gehört. So, hat aufgehört zu regnen. Wenn es regnet, müssen wir halt wirklich hier die ganze Zeit in der Nähe von dem Holzzeug sein. Ich habe einen Wüstentempel gefunden. Oder nee, ist noch ein Dorf. Kartografie. Ich glaube, langsam brauche ich keine Betten mehr bauen. Brauchst du nicht. Ja. Für eine längere Zeit, weil. Jetzt werden die jetzt so schnell wieder hier neue Kinder kriegen, ganz ehrlich. Und wenn die es doch tun? So schnell nicht. Wenn die es doch tun. Wenn die es tun, dann kriegen wir noch mehr von den Dingens. Aber wir haben jetzt schon so viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier bald eine Zombie-Invasion kommen wird. Ja. Bist du da vorbereitet? Also wir haben hier zwei Eisengolems, also das wird kein Problem sein. Okay. Ei. Auch noch genügend Platz. Hier können wir noch ein bisschen was reinquetschen. Angst hat die Jumette und nicht das Gette. Sie will dir keine Hilfe. Warum sollte die welche wollen? Ja, siehst du mal. Hast du mal gehört, wie die Englisch spricht? Ja, hast du mir gezeigt. Das mit PewDiePie oder das mit... You're already dead. You're already dead. Already dead. Already dead. Wollte die Folge mal beenden. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.